Die vierte Generation des Kia Rio setzt im B-Segment neue Maßstäbe und positioniert die Marke Kia in dieser hart umkämpften, stark wachsenden Fahrzeugklasse völlig neu. Anders als seine Vorgänger wird es den neuen Rio neben der fünftürigen Version auch in einer dreitürigen Variante geben, die speziell für den europäischen Markt konzipiert wurde. Der Fünftürer macht jetzt schon mal den Anfang, der Dreitürer folgt im ersten Quartal 2012. Das Fahrwerk und die Dämpfung des neuen Rio basieren auf dem bewährten Konzept des Vorgängermodells, das bereits ein sehr agiles Handling erlaubte. Die elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung ist nun mit einem kombinierten Drehmoment-Winkelsensor ausgestattet, der gleichzeitig den Lenkwinkel und Drehmoment erfasst und dadurch die Sicherheit bei seitlichen Windböen erhöht. Optisch lässt der neu entwickelte Kompaktwagen die Modellvergangenheit des Rio bewusst hinter sich und reiht sich mit seiner kraftvollen, charakteristischen Erscheinung nahtlos in die aktuelle designorientierte Kia-Modellpalette ein. Dennoch zeigt der Rio eine eigenständige Interpretation des Kia-Kühlergrills. Zusammen mit den Frontscheinwerfern bildet er eine Einheit, die dem typischen Kia-Gesicht einen neuen Ausdruck verleiht. Das Markenlogo ist nun nicht mehr in den Kühlergrill integriert, sondern oberhalb positioniert. Beim Antrieb stehen vier hocheffiziente Motoren zur Auswahl. Zwei Benziner und zwei Diesel mit einer Leistungsspanne von 75 bis 109 PS. Besonders sparsam gibt sich dabei der 1,1 Liter Diesel, der nur 3,2 Liter auf 100 Kilometer schluckt. Dazu muss der Diesel aber in der Ausstattungslinie Attract bestellt werden, denn nur dann besitzt der Rio zusätzliche Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs. Dazu zählen unter anderem die Optimierung der Aerodynamik durch einen Eco-Front-Grill und einen Heckspoiler und das Rollen auf Leichtlaufreifen. So kann nicht nur der Verbrauch gedrückt werden, sondern zudem eine CO2-Emission von 85 Gramm pro Kilometer ermöglicht werden. Kia plant noch im ersten halben Jahr 5000 Einheiten des neuen Rio an den Kunden zu bringen und bietet, um dies zu erreichen, bis zum 31. Dezember 2011 die gehobene Ausführung namens Edition 7 zu reduzierten Preisen an. Der Dreitürer kostet dann 11.990 Euro, der Fünftürer 12.690 Euro. Die Einstiegspreise für die Basisversion Attract liegen bei 9.990 für den Dreitürer und 10.690 Euro, wenn man zwei weitere Türen verlangt.